Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Elite Dangerous. Heute werde ich, glaube ich, mal ein bisschen was anderes machen als sonst. Und zwar... Nee, wie fange ich am besten an? Erstmal erzähle ich euch, was ich jetzt so in der Zwischenzeit gemacht habe. Und zwar, ich habe einen Rare Trading Good Run gemacht. Also ich bin durch die halbe Weltgeschichte geflogen und habe mir ganz viele sehr teure Waren gekauft und dann natürlich auch wieder verkauft, nachdem ich ewig weit geflogen bin. Ich habe da im Internet ein paar nette Routen gefunden und nach reiflicher Überlegung habe ich mich dann für eine entschieden. Und mit der habe ich doch relativ viel Geld gemacht. Beziehungsweise ich hätte noch viel, viel mehr Geld machen können, aber mein Schiff ist dafür einfach nicht, ja, brauchbar. Ich hatte komplett das Schiff ausgeschlachtet, meine Cobra. Ich hatte nicht mal mehr einen Schildgenerator drin, keinen Scanner mehr und alles rausgeschmissen, um so möglichst viel Fracht reinzubekommen. Hatte letztendlich 56 Tonnen Fracht, konnte ich mit mir führen. Hab mir dann irgendwann auch noch einen neuen Antrieb gekauft. Endlich kann ich mal ein bisschen weiter springen. Aber das volle Potenzial von der Route konnte ich leider nicht austesten. Dafür hatte ich dann immer leider noch zu wenig Frachtraum. Aber, ups, ich versuche diesen Rare Trading Good Run jetzt noch ein bisschen mit euch fortzusetzen. Wie ihr seht, ich habe jetzt immerhin 1,5 Millionen auf dem Konto. Ich habe jetzt aber mein Schild wieder eingebaut und auch sonst sehr viel wieder eingebaut, was ich vorher halt rausgeschmissen hatte, um halt auch kämpfen zu können und so. Ich werde das einfach so nebenher einfach mal ein bisschen machen, diesen Rare Trading Good Run. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir gleich. Jetzt will ich aber nur mal kurz gucken, was gibt es denn hier noch für Aufträge? Vielleicht ist hier ein cooler Auftrag hier dabei, den ich noch mitnehmen könnte. Wir könnten eine Blackbox organisieren und dafür 11.000 bekommen. Wo ist das denn? Moment, wie heißt das System? HMVA21. Das ist ja wahrscheinlich hier in der Ecke irgendwo. Alter. Ich kann viel zu weit springen, in Anführungszeichen. Wie heißt das? Tascheta Sektor HMV. Tascheta Sektor HMV A20, nee, A21. Boah, Alter. Das hier ist es, ne? Ja. Ach, wisst ihr was, Leute? Bevor ich mit dem Rare Trading Zeug anfange, mache ich jetzt das erstmal. Wobei, ich könnte es einfach mal mitnehmen. Sind jetzt eh nicht so viel, sind noch drei Stück da vom Wolf Fash. Diese synthetische psychoaktive Droge basiert auf einem streng geheim gehaltenen Rezept. Ihre Wirkung veranlasst den Anwender, bei geschlossenen Zähnen in schneller Folge auszuatmen. Das dabei entstehende Geräusch war Pate für den Straßennamen Fash. Neben einigen minderwertigen Plagiaten ist Wolf 1301 Fash immer noch die qualitativ beständigste und wirkungsvollste und wertvollste Droge ihrer Art und in den meisten rechtlichen Hoheitsgebieten illegal. Super. Naja, ich nehme es trotzdem mal mit. Wird schon nicht so schlimm sein. Vor allem, wenn sie es hier verkaufen, wird uns höchstwahrscheinlich keiner einen Strick draus drehen. Ich hatte das Glück, also die Route war so gemacht, dass ich alles einfach so transportieren konnte, ohne mich irgendwie in den Silent Running Mode zu begeben. Also das war alles legal. Allerdings hatte ich das aufgrund meiner Beschränkung, meiner Ladekapazität, hatte ich dieses Fash nicht mitgenommen. Das weiß ich jetzt also nicht, ob auf der Route eventuell das hier verboten ist, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber wir werden es wahrscheinlich irgendwann rausfinden. Auf jeden Fall, ich mache mich jetzt mal auf den Weg und versuche mal an diese Blackbox zu kommen.
Da ist übrigens auch mal ein Spieler. Boah, vorhin hatte ich vielleicht was. Da war ich, ich weiß nicht, wo ich da war. Auf jeden Fall war ich in einem Sektor, wo so viele Spieler unterwegs waren. Da hatte ich richtig Angst, muss ich sagen, mit meiner ganzen Ladung voll. Also ich habe eben nochmal Ladung gelöscht. Da habe ich, glaube ich, ich glaube 700.000 habe ich damit gemacht. Und boah, da ist mir ganz schön die Pumpe gegangen. Da hätte mich nur einer interdikten müssen oder außerhalb der waffenfreien Zone vor der Station abknallen müssen. Beziehungsweise halt meine Ladeluke öffnen, alter Falter. Und dann hätte er ordentlich was an Kohle gehabt. Ich erkläre mal, wie so ein Rare Trading Good Run funktioniert. Der eine oder andere wird das wahrscheinlich gar nicht wissen. Wie ihr gesehen habt, Rare Trading Goods, die sind halt so gelb hinterlegt, die Dinger, die kaufst du dann. Da gibt es immer nur eine bestimmte Anzahl, also sehr geringe Anzahl von Gütern. Und dann fängst du einfach an, sinnlos in der Gegend rumzufliegen. Denn bei denen ist es so, je weiter du von dem Ort weg bist, wo du es gekauft hast, desto mehr ist das Zeug wert. Das geht so, also das ist eine S-förmige Funktion. Am Anfang steigt es langsam an, dann geht es mal ganz steil hoch und dann wird es wieder weniger. Also Abnehmen der Grenznutzen quasi. Und es gibt so eine Grenze, ich glaube, das sind so ungefähr 160 Lichtjahre. Ab da bringt es dann halt langsam nicht mehr wirklich viel, wenn du weiter wegfliegst. Das heißt also, du versuchst, einen Rundkurs so zu basteln, dass du von einem Hafen, wo du ein Rare Trading Good kaufen kannst, zum nächsten zu kommen. Und zwar, dass du irgendwann zum Beispiel bei dem Gut, wo du angefangen hast, irgendwann 160 Lichtjahre hinter dich gebracht hast und im Idealfall an dem Hafen, wo du das dann verkaufst, auch direkt ein neues Rare Trading Good kaufen kannst, damit du deinen Laderaum wieder voll kriegst. Und es geht dann immer so weiter im Kreis herum, bis du halt irgendwann keinen Bock mehr hast. Kannst im Prinzip jederzeit kannst du was verkaufen, um jederzeit halt ein bisschen Umsatz zu machen, aber daher, dass die Karte der Weltraum nicht symmetrisch ist, gibt es halt immer so Ballungszentren, wo es am meisten Sinn macht, dann was zu verkaufen. Auf dem Cycle, den ich jetzt gemacht habe, da gibt es auch so ein paar Cluster, wo wirklich 5 Häfen, wo du so ein Rare Trading Good kaufen kannst, zusammenliegen. Das ist natürlich mega geil, weil dann fliegst du 160 Lichtjahre weg und dann hast du auf... Scheiße. Mir ist gerade was aufgefallen. Anscheinend kann es sein, dass ich nicht genug Energie habe, um alle meine Waffen aufzupowern. Ich muss mal kurz gucken. Scheiße. Und jetzt? Okay, das scheint zu funktionieren. Das ist jetzt aber ärgerlich. Da habe ich nämlich gar nicht drauf geachtet mit meiner Energie. Ich habe mir nämlich letztens ein paar neue Laser gekauft. Gimbal Strahlenlaser, also Beamlaser. Und ich habe nicht drauf geguckt, wie viel Energie die verbrauchen, wenn sie ausfahren. Scheißendreck. Wer bist du denn? Bist du ein Böser? Ich würde nämlich gerne mal meine Waffen an dir ausprobieren. Ne? Schade. Na gut, warte mal, dann will ich jetzt mal was gucken. Kann ich noch meine Impulslaser in die Waffengruppe stecken? Oder? Ja, scheint zu gehen. Ja, passt. Muss ich halt nur gucken, dass mit meiner Frachtluke alles in Ordnung ist. Die darf ich nicht vergessen wieder anzumachen, ne?
Das wäre sonst extrem ärgerlich. Mal kurz gucken. Gibt es irgendwas, was ich stattdessen ausmachen könnte? Treibstoffsammler, den kann ich jetzt erstmal ausschalten. Aber da verliere ich schon wieder zu viel Energie. Alter, was ist denn da los? Super, jetzt klingelt das Telefon. Toll. Moment. So, da bin ich wieder. Sorry. Telefon hat geläutet. Jetzt habe ich natürlich komplett die Richtung verloren. Und ich muss nochmal gucken wegen meinen Modulen. Naja, also Frachtloke muss ich wohl oder übel auslassen. Ich muss mir dann nochmal angucken, welche... Warum das mit dem Kraftwerk irgendwie nicht mehr läuft. Wahrscheinlich, weil ich mir gerade wieder einen Generator, einen Schildgenerator und eine Shield Cell Bank reingeknallt habe. Deswegen wird es wahrscheinlich mit der Energie nicht mehr so ganz hinhauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss erstmal gucken, ob die zwei kleinen Laser, die ich mir noch dazu gekauft habe, ob die überhaupt Sinn machen. Ob es die überhaupt reißen oder ob meine zwei Beamlaser langen. Oder halt andersrum, ob meine zwei kleinen Laser langen, aber das glaube ich nicht. Das sind nämlich nur normale Kacklaser. Die Beamlaser, die haben immerhin 75.000 gekostet oder 78.000. Die müssen schon nicht so schlecht sein, hoffe ich. Ich weiß, Geld ist nicht unbedingt ein guter Maßstab, aber die werden schon was bringen, hoffe ich. Ich hoffe, dass hier jetzt eine Blackbox ist. Habe nämlich keine Lust, die ganze Zeit rumzufliegen, nichts zu finden. Oder von mir aus auch ein Gegner. Das wäre mir auch recht. Das sieht doch gut aus. Tada! Perfekt, Blackbox. Und heute werde ich mal nicht volle Möhre dran fliegen. Cargo Scoop, der ist jetzt natürlich ausgeschaltet. Muss ich erstmal wieder anmachen. Chip. Cargo Scoop deployed. Und langsam. Heute mache ich nichts kaputt, versprochen. Ich bin mittlerweile auch wirklich extrem vorsichtig geworden, was das angeht. So. Und wieder heimwärts. Da müssen wir hin. Frameshift Drive charging. Und ich glaube, wenn ich da jetzt gleich ankomme, fliege ich aber erst nochmal kurz in die in das Signal, in das Navigationssignal rein und probiere mal meine neuen Laser aus. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Also ich kenne die noch gar nicht, weiß gar nicht, wie die Strahlenlaser so sind. Ob die auch was können, ne? Aber ich gehe mal schwer davon aus. Achso, was mir gerade einfällt. Wie ihr seht, ich bin jetzt bei Wolf 1301. Aber das wird euch relativ wenig bringen, wenn ich euch das jetzt sage. Also wenn ihr quasi entweder mich jagen wollt oder wenn ihr mich treffen wollt. Weil momentan bin ich quasi eh immer woanders. Das mit diesem Rare Trading Good Run werde ich wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen fortführen. Aber quasi jetzt erstmal in einem kleineren Maßstab. Vielleicht werde ich mir demnächst auch mal ein neues Schiff gönnen, und zwar einen Lacon 6 Transporter. Den könnte ich mir jetzt quasi schon leisten. Aber da wollte ich euch erstmal zu fragen, jemand, der den besitzt, das ist ganz wichtig, dass der das jetzt in die Kommentare schreibt, wie weit kann ich mit dem Ding springen? Also mit meiner Cobra komme ich momentan voll beladen, ich glaube so auf 13 Lichtjahre oder sowas. Maximale Sprungreichweite. Ich weiß es gar nicht genau. Aber so um den Dreh, so 11, 12, 13 Lichtjahre sind's. Wie weit kommt man mit einer Lacon 6? Ich habe nämlich im Internet geguckt. Findet man nicht, weil klar, es ist ja davon abhängig, was für ein jetzt fällt mir der Name nicht ein. Was für ein Sprungantrieb. Was für ein Frameshift man drin hat. Ist ja klar. Und da werde ich auch schon gescannt.
Falschmo, mein Freund. Scheiße! Ganz vergessen. Wo ist es? Frachtluke auf. So. Wo ist er denn hin, der Typ? Der hat mich doch gerade beleidigen wollen. Und da schießt er auch schon auf mich. Alter, jetzt ist aber mal gut. Ich habe mich gerade am falschen Kompass orientiert. Das war doof. So. Du bist sauber? Bitte? Willst du mich verarschen? Junge, du hast gerade auf mich geschossen. Das finde ich aber nicht so nett. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Was ist denn das hier für ein System? Sind wir hier in einem anarchischen System? Ich weiß es gar nicht. Oder wo sind wir hier? Yep, alles klar. Dann werde ich den jetzt mal rösten. Ist mir gerade ziemlich wurscht, ob ich dafür eine Strafe kriege oder nicht. Vor allem, ich könnte sie sowieso bezahlen. Deswegen, mein Freund, stirbst du jetzt. Das war natürlich nix. Boah, wie es meine Energie einfach nur wegbrät. Und ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich so glücklich mit den Beamlasern sind, die kardanisch aufgehängt sind. Ich schieß mal aufs Kraftwerk. Ach Mist, jetzt bin ich schon vorbei. Kraftwerk, wo ist es? Da. Ich glaube, da muss ich in Schüben schießen mit dem Teil. Vor allem, ich glaube, ich werde ganz schön Probleme haben, wenn da irgendwann einer mal halt so Störkörper oder so einsetzt. So. Auf nahe Entfernung geht das gut ab. Ah, auf weite Entfernung eher nicht so. Stirb, verdammte Axt. Na, das ist überhaupt nichts, ey. Habe ich überhaupt keinen Spaß mit. Werde ich auf jeden Fall wieder verkaufen. Die sind nichts. Kann ich persönlich gerade überhaupt nichts mit anfangen mit den Dingern. Verpiss dich mal, Junge. Ich will auch eigentlich gerade gar nicht mehr mit dir kämpfen. Genau, geh einfach mal weg. Deswegen orientiere ich mich jetzt mal an den da unten. Aber das machen wir erst nächste Folge. Glaube ich. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.